Hallo und herzlich willkommen. Diesmal geht's ans Armaflexen. Schnauze. Also hauen wir mal das Armaflex rein. So, Armaflex ist drin. Auf zum nächsten Video. Schön wär's, ey. Wenn jetzt einmal selber so. Peng. Ist drin. Also wir nehmen 19 mm normales Armaflex für die normalen Sachen, für die Dämmung. Und dann für die Holme nehmen wir 6 mm. Und für den Boden dann wahrscheinlich auch, weiß ich gar nicht, was wir für den Boden nehmen wollten. Das sind mal die Sandfragen. Ich glaube 19 oder 6 mm. Benni, was hast du für einen Boden genommen für Dämmung? 25. Okay, dann wollten wir 19 für den Boden nehmen. Das war zwar nicht die Sand, sondern Benni, aber ich komme fast auf selbe hinaus. Ja, warum die Mädels jetzt eigentlich in letzter Zeit nicht dabei sind, ganz einfach. Dadurch, dass es halt relativ kalt draußen ist, können wir die Kleine halt nicht die ganze Zeit hier mit irgendwie hier in die Garage nehmen und hier rumstehen lassen. Nicht, dass die noch krank wird oder irgendwas. Deswegen muss ich leider viel alleine machen. Aber jeder starke Mann hat eine noch stärkere Frau im Rücken, wa? Ja, und das ist halt jetzt das Coole an so einem Bandmaß. Kann ich kein Bandmaß, was 8 Meter lang ist? 45 ansetzen und dann hier hinten mit diesem Laschending einmal reindrücken. Dann sieht man es schön. Mache ich noch mehrmals, damit ich dann weiß, wo ich gerade schneiden kann. Und dann habe ich halt hier diese kleinen Einschnitte und kann das dann benutzen, um dann mit dem Cutter lang zu gehen. Ein scharfes Cuttermesser ist noch wichtig. Ja, und dann den ganzen Spaß halt hier wieder reindrücken. Dazu probiere ich ihn erstmal. Denn überhaupt passt. Ob man ihn irgendwie vermessen hat oder verschnitten hat. Passt super. Und dann mache ich hier oben die Ecke so ein bisschen ab. Falls ihr die Musik hört, die ist übrigens nicht von uns, sondern die ist hier von der Nachbargarage wieder. Ich mache mir hier so ein bisschen Panzertape an die Ecke, damit ich besser rankomme, damit ich besser ziehen kann. Dann wird der Spaß hier wieder reingedrückt. Hey Benni, guck mal, ich habe mir voll das Konstrukt gebaut. Ich will den Box geben. Ah, das ist schön. Was machst du mit deiner Hand? Ins Gesicht? Also, ja. You serious? Dann gehe ich halt hier so rein. Hier sieht man noch ein Panzertape. Jetzt ziehe ich das einfach ab. Schön festdrückt, damit die Luft schön rausgeht. Und da ich ein bisschen was schaffen will, ab jetzt ein Zeitraffer. Großen Flächen mache ich es etwa genauso wie bei den kleinen. Ich messe es halt aus. Nur dann, fischer Geheimtrick, ein Stückchen Papier genommen, das hier in die Ecke gedrückt, richtig schön reindrücken, damit ein Bleistift lang gehen, ausschneiden und dann hat man die perfekte Schablone für die Ecken von dem Armaflex. Ne Benni, guter Tipp, wa? Hä? Guter Tipp? Guter Tipp. Also ich weiß nicht, was die alle für ein Problem haben mit Armaflex. Ich finde Armaflex kleben voll entspannt. Und vor allen Dingen ist es ein großer Schritt in die richtige Richtung. Einmal mit Profis. Einmal! Hey, 13 von über 40.
jeden Fall ist es ein großer Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, deswegen macht die Arbeit noch mehr Spaß. Was? Fun! F steht für Freunde. Die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. Wie es natürlich so ist, wenn man fummelt, dann findet man auch was. Ich habe hier jetzt wieder eine Stelle rausgefunden, beziehungsweise ein paar Stellen raus, weil ich hier so Wachs reinschmieren wollte. Und dann erst hier das Armaflex wieder drauf zu machen. Jetzt habe ich mir hier wieder eine Konstruktion gebastelt. Ich habe einfach hier mein altes Handy hingeklemmt. Und dann kann ich hier mit dem Drehmehl so reingehen und kann hier den Rost wegmachen. Wenn Galva ist am Start. Also ich habe den Rost jetzt weitestgehend entfernt. Oh, jetzt teile ich aber schön, weil ich die Chinze gemacht habe, weil die nebenan ja so laut Mucke hören. Und jetzt dasselbe Prinzip wie eben mit dem Drehmehl, jetzt mit der Farbe, halt einmal mit der Kamera dahinter leuchten und jetzt ein bisschen Farbe da auftragen. Dazu benutze ich jetzt hier einfach Hammerit, Metallschutzlack. Ich weiß, eigentlich nicht für Karosseriearbeiten unbedingt das Ideale, aber da dahinter habe ich jetzt keinen Bock, beziehungsweise es ist mega umständlich, jetzt irgendwie Rostschutz zweimal plus Lack plus dies plus das, deswegen jetzt das Kram drauf und dann ist gut. Das lasse ich da schön durchtrocknen und dann kann ich mich wieder Armaflex widmen. Inzwischen. Ich habe das jetzt lange genug trocknen lassen. War nämlich Weihnachten und Silvester zwischendurch. Ich habe mir jetzt hier noch so ein Langzeit-Rostschutz-Kriechöl geholt. Das werde ich da jetzt noch reinsprühen in diese ganzen Zwischenräume, damit auch da kein Rost wieder entstehen kann. Und dann geht es weiter ans Armaflexen. Das Wachsraum habe ich jetzt überall reingesprüht. Die mit den zwei Dosen bin ich super gut hingekommen. Jetzt kommen wir wieder hier zum Armaflex, an den unschönsten Teil, nämlich hier die Holme ausstopfen. Dazu hätte ich das am besten gemacht, bevor ich die anderen Matten hier geklebt habe. Ich werde das dreiteilen und dann sollte das auch funktionieren. Also das ist wieder den Standardtrick, Panzertape. Dann kommt die nervigste Arbeit, das hier ein bisschen reinfriemeln. Schön wieder am Panzertape ziehen. Wie gesagt, ich dreiteile das. Eins links hin, eins rechts hin und dann unten nochmal. So sieht das Ganze dann fertig aus. Wie gesagt, drei Teile, oben zwei, unten nochmal eins. Das muss ich jetzt noch 6 Mal machen und dann geht es weiter an die großen Teile. Also ich habe jetzt 4 so eine Holme schon fertig. Es war Freemail-Arbeit, aber mit dieser Panzertape-Technik geht es. Ich hätte es mir noch schlimmer vorgestellt. Und jetzt mache ich die anderen beiden noch und dann geht es weiter. Bevor ich hier jetzt die letzte Schicht Armaflex anbringe, will ich euch mal noch zeigen, warum ich kein Alu-Butyl genommen habe oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Hier mal der Klopftest. Das war ohne. Und das war mit. Also man hört schon einen klaren Unterschied. Hier ist Bums noch ganz schön und wenn man hier dagegen klopft, da ist nur jetzt das Armaflex drauf, kein Alu-Butyl oder Alu-Butyl, wie auch immer. Hier unten sieht man das ja, hier ist original verbaut, das sind die Originalteile. Aber mir war das einfach zu teuer und ich hatte mir so ein Video von Road & Board angeguckt und der hat das da ziemlich cool dargestellt. Verlinke ich euch mal hier, dort, da, wo auch immer. Und ich finde, Armaflex reicht und vor allen Dingen die Knöpfe sind da nicht so viel. So, das war's auch mit dem Video. Armaflex habe ich jetzt da unten noch fertig gemacht. Die 6 mm kommen noch drauf. Das Dach muss noch gemacht werden und der Boden muss noch gemacht werden. Auf das Dach habe ich noch was vor. Wenn ihr sehen wollt, was in dem Karton hier ist, dann schaut im nächsten Video rein. In dem Sinne, schönen Tag, bis später. Piep, piep.